Hallo Leute, ja, wir sind in unserem Hüttchen und haben letztes Mal gesagt, dass wir ein bisschen unser Häuschen erweitern müssen. Dafür müssen wir mal schauen, dass wir hier so vielleicht noch was plätten, einebnen. Und dafür müssen wir die drei haben wahrscheinlich, Boden bearbeiten. Aber ich würde den Boden ja gerne hier oben bearbeiten, ne? Oder das heißt, ich müsste ihn wahrscheinlich erst aufschütten, ne? Maus entfernen, Baumenü ist Maus 2. Aha, das. Und dann brauche ich Steine dafür, okay. Jetzt müsste ich mal gerade gucken, wo sind wir denn hier so? Glaube, wenn ich so stehe. Ja, dann müsste ich hier was hoch machen. Warum klappt das jetzt nicht irgendwie so? Weil meine Maus das Spiel verlassen hat, so ein Shit aber auch. Ah. Das ist nicht gut. Das sieht schon mal besser aus. Das ist, kommt mir so vor, als ob das hier viel zu hoch ist. Kann ich das irgendwie jetzt einebnen? Dafür musste ich Maus-2-Menü haben. Das hier. Und dann ist hier irgendwo mein Kreis. Okay. Das sieht schon mal gut aus, glaube ich. Irgendwer kommt irgendwo. Jetzt kann es nicht sein, dass das Spiel wieder meinen Fokus verloren hat. Das ist jetzt richtig doof, ne? Wieso verliert das Spiel den Fokus momentan? Vor allem, es ist immer, wenn ich das Einebenwerkzeug wohl benutze. Okay, jetzt sieht es aber erstmal gut aus hier. So. Da war jetzt schon wieder einer hier in der Nähe. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, wir müssen mal gucken, dass wir uns einzäunen auch, oder? Kriege ich das so irgendwie auch erweitert? Das sieht wohl so aus, ne? Okay. Ja, das macht erstmal einen guten Eindruck jetzt hier, oder? So, vielleicht hier vorne noch ein bisschen mehr, wenn wir rauskommen. So, und dann. Na, hier passt es in der Höhe nicht, ne? Ja, okay, das soll erstmal reichen, oder? Der ist voll geil mit dem Nebel, ne? Ach so, ich sehe gerade, ne? Ihr seid noch immer nicht groß. Ja. Ich glaube, das war jetzt auch nichts Weltbewegendes, was er da verpasst hat. So, jetzt sind wir hier ein bisschen größer, aber hier könnten wir vielleicht noch was machen. So, und dann. So, jetzt brauchen wir den Hammer. Und dann sollten wir gucken, dass wir hier solche Palisaden vielleicht bauen können. Snippt er da auch dann ein? Ja. Und wie kann ich drehen mit M und N? Nee. Das war es nicht. Nee, er war es auch nicht. Steht da unten drunter bestimmt, wie man rotieren kann, ne? Rotieren, Ausrad, okay. Dann macht doch erstmal einen guten Eindruck hier, oder? Okay, dann hier kriege ich da auch einen rechten Winkel hin. Ja, ich denke so. Fehlende Voraussetzung, das heißt, ich habe kein Holz mehr. Oh. Nee, Enter war falsch. Hammer weg, dann geht's vielleicht. So, jetzt das weg.
Gut, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir noch Holz haben, aber ich denke nicht. Ich habe doch alles rausgenommen, glaub schon, oder? Da ist noch ein Holz, aber das ist ja in meinem linken Stauraum. Hier sind noch mal 21 Holz. Vielleicht kriegen wir da noch was mit hin. Hier sind noch mal 50 Holz, okay. Fühlt sich ausgeruht, sehr schön. Und da wird aber nichts mehr drin sein, oder? Da ist nur Kernholz. Ne, das brauchen wir gerade nicht. So, das bedeutet, wir machen jetzt hier gerade weiter. Bauen schön an unserer Holzwand hier. Hammer. Alles noch ausgewählt, sehr gut. Kriegen wir das auch noch dahin? Ja, ne? Okay, eigentlich müsste ich jetzt hier noch ein Stück vor. Das klappt aber wahrscheinlich nicht, ne, oder? Oh doch, es klappt doch. Ah, jetzt kommt er hier noch nicht mehr hoch, oder was? So, und jetzt hier nochmal drehen. Ne, Mausrad war es, so. Ist das rechtwinklig? Weg. Natürlich nicht. Ist jetzt aber auch nicht ganz so schlimm. Weil dann wird es ein bisschen bauchiger zwar, aber das ist vielleicht auch so gewünscht. Ah, jetzt kann ich nicht mehr in der Luft bauen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier erst aufschütten, ne? Das sieht doch gut aus, oder? So, dann den Hammer wieder raus und weiter geht's. Klappt das jetzt? Ja. So, das müssen wir mal noch ein bisschen drehen. Ja, mit dem Hausrad, ne? So. So, jetzt muss ich aber gucken, dass ich irgendwas wie eine Tür kriege, ne? Gibt's hier eine Tür? Das ist die Frage, ne? Bauen. Holztor. Sieht doch erstmal gut aus, oder? Ah, jetzt hat er meinen Fokus wieder verloren. Ich mag's nicht. Das Spiel ist leider so konzipiert, dass ich mit dem Mauszeiger gerade raus bin bei gewissen Werkzeugen, ey. Sorry, aber das ist jetzt gerade ein bisschen doof. Na, das hat wenigstens geklappt. Das muss ich jetzt drehen, glaube ich. Ja, drehen war mit Mausrad, ne? Ist klar. Ich glaube, so passt's. Das hat nicht funktioniert, weil wahrscheinlich daneben noch was fehlt, ne? Er möchte... Ah ne, Holz haben wir jetzt nicht, oder wie? Doch, das wäre noch gegangen, aber... Ihm fehlt wahrscheinlich jetzt noch eine Palisade, um das zu machen, ne? Wo ist denn das jetzt? Unter Verschiedenes war das? Ja. Und das wird jetzt spannend, ne? Ob das so passt, weiß ich nicht. Jetzt müssen wir hier wieder unterbauen und das zweite Tor haben. Das passt natürlich nicht, ist klar. Das war klar. Da
Und das geht kaputt. So, das heißt, warte mal, wir können das einsnappen lassen. Das heißt, da muss eine Wand etwas weiter nach rechts und eine Wand muss weiter nach da. Das heißt, die Palisade nochmal bitte. Na, jetzt möchte er da einsnappen. Ich möchte das gerne drehen. Ah, jetzt. Und das müsste jetzt hier so hin. Ich will hoffen, dass es jetzt geklappt hat mit der Tür. Nee, sieht nicht gut aus. Aber wenn wir schon dabei sind, probieren wir es doch nochmal, oder? Nee, ist zu hoch. Okay. Nee, reparieren wollte ich jetzt nicht. Ich wollte es abreißen. Warte mal, vielleicht. Ne, jetzt ist das. Jetzt klappt das leider nicht. Ja. Wie kriege ich es jetzt abgerissen? Platzieren, entfernen ist dritte Maustaste. Okay, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Na, jetzt ist zu spät. Vielleicht hier? Ich weiß es nicht. Bauen. Tor. Kein Holz mehr für, du glaubst es nicht. Ich hoffe, jetzt reicht's wieder. Sieht ein bisschen komisch aus erstmal gerade. Würde tatsächlich irgendwie funktionieren. Ich weiß nur nicht, ob es am Ende zu ist, ne? Verschiedenes. Palisaden, aber da haben wir kein Holz mehr für, ne? Nö. Das bedeutet, wir brauchen eine Axt und müssen dann da Bäume fällen. Ja, schauen wir mal, ne? Ja, ich habe wieder ein Ding ins Fokus verloren, so ein Shit. Und das kann ja nicht sein, dass ich jetzt den Fokus verliere, oder? Irgendwie mag das Spiel gerade nicht so mich. Dass ich den Fokus mit der Maus verliere. Da liegt noch einer. Da ist nichts. Gefühlt habe ich jetzt keine aufgehoben, oder? Okay. Die Buche auch noch gerade. Warte, die Hölzer nehmen wir noch mit. Okay, hier sind noch mehr. Hat er irgendwelche kleinen Bäume kaputt gehauen, ne? Okay, nehmen wir erst den. So, haben wir alles? Glaub schon, ne? Jetzt noch den Stamm, der fast unsere Hütte kaputt gerollt hätte. Gut. Haben wir's? Haben wir's. Also, das mit der Tür weiß ich nicht. Geht das? Oder geht das nicht? Aha, geht das, aber die ist falsch rum eingeschlagen. Sowas. Hammer, Rechtsklick. Nee, nicht Rechtsklick. Dritte Taste. Aber jetzt ist er wieder auf der Fokus weg. Nochmal den Hammer. Jetzt den Hammer? Ja, jetzt habe ich auch die Tür.
Okay, jetzt lass uns noch mal gerade Rechtsklick, bauen, Tür. Kriege ich die jetzt da reingesetzt? Aber warte, ich muss die ja erst drehen, damit das klappt, ne? So, glaube, oder? Oh, passt wunderbar. Jetzt hat es geklappt, oder? Ist der da dran? Ich glaube, der ist da dran. Die Zinne ist jetzt hier zwar etwas tiefer wie da drüben, glaube ich, aber das ist jetzt gerade nicht so wild. Ach, das hat ja gut hingehauen. Jetzt bin ich aber happy, dass das geklappt hat. So, jetzt Rechtsklick, Verschiedenes, Palisaden und drehen. Ich glaube noch zwei, oder? Und dann machen wir hier 90 Grad. Ich glaube so, oder? Ja, sieht gut aus. Und jetzt passt das nicht. Läuft, oder? Wie kriege ich denn jetzt da dran, dass das funktioniert? Gar nicht. Warum mag der das jetzt nicht? Holz habe ich genug. Das ist nicht das Problem. Das heißt, ich müsste jetzt hier... Da snappt er sowieso nicht ein, oder? Nee. Das heißt, hier ist es... Ja. Das ist zu niedrig. Das da drüben ist... Ist auch nicht vielleicht höher, oder doch? Aber es ärgert mich, dass ich jetzt, wenn ich das hier kaputt haue, ist die Tür kaputt, ne? Ja, so sieht's aus. Aber ich muss es jetzt erstmal so machen und müsste jetzt mal gerade den drehen. Kriege ich den auch höher angesetzt? Ja. Geht das jetzt so? Ich will es hoffen. Nochmal die Tür ausgewählt. Drehen. Nicht schön, aber selten. Nochmal das Verschiedenes. Palisaden, ja. Und jetzt habe ich den Fokus wieder verloren. So ein Shit. Ah, die Maus geht wieder aus dem Bild, ey. Ich brauche den Hammer erstmal nochmal. Nein, das kann doch nicht sein, dass jetzt die Tür kaputt gegangen ist, oder? Ah, das ist leidig, ne? Das war schon so schön, ey. Das passt jetzt wieder nicht, oder? Wir können es ja noch mal probieren, aber ich glaube es jetzt gerade nicht. Ah, jetzt ist wieder die Maus draußen. Es sieht erstmal gut aus. Verschiedenes, das. Jetzt lass den da einsnappen. Ne, macht er einfach nicht, ne? Gut, das heißt, einebnen. Wo ist meine Maus? Die ist gerade wieder aus dem Spiel raus. Sehr schade. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier so funktioniert, nicht. Jetzt hat er wieder das Spiel verlassen. Hammer. Teil rausholen, passt. Snappt. Ja, snappt eigentlich ein, wenn jetzt nicht wieder das Spiel verlassen worden wäre, ey. Es ist so doof.
Ach man, das ist jetzt ein bisschen nervig. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht einen heißen Hintern kriege, ne? Das Feuer sieht gerade so ein bisschen aus, oder? So, jetzt wieder drehen. So. Du fängst an zu frieren, ja. Fehlende Voraussetzung, mein Holz ist alle. Sowas Doofes aber auch. Gut. Das bedeutet, ja, wir müssen nochmal einen Baum fällen gehen. Schauen wir das noch? Schon ziemlich duster, ne? Das ist eine Birke. Ich hoffe, die fällt jetzt nicht auf mein Haus und alles ist kaputt, ne? Jetzt habe ich den Stamm doch noch abgekriegt. Und wie ich gerade sehe, ich habe auch wieder nichts gegessen, ne? Mal schnell was essen, oder? Raus. Schmeiterhauen. Hier liegen ganz viele Sachen, die ich alle nicht aufheben kann, ne? Ist jetzt aber gerade nicht schlimm, weil wir wollen ja nur noch die Hütte da zu Ende bauen, beziehungsweise den Zaun hier. Hammer. Drehen. Sehr gut. Ich möchte das ein bisschen so drehen. Und hoffe, dass ich jetzt hier noch ein Tor schaffe. Bauen. Tor. Ist das dann zu? Ich glaube nicht. Passt leider nicht. Oder? Ich glaube, wenn, dann ist es da dran zu machen. Dann das nochmal weg. Und dann nochmal wechseln auf Palisade. Und dann kriege ich das doch hier dran, indem ich das so mache, oder? Kann das so klappen? Ne, das brauche ich nicht. Hammer weg. Fackel an. Sieht für mich erstmal gut aus, oder? Ist jetzt nicht der optimale Eingang, weil die Tür wäre besser andersrum angeschlagen gewesen. Ist aber erstmal gut. Vielleicht mal das Feuer auch nicht hin. Aber erstmal ist es doch erstmal super, oder? Wir sind jetzt ein bisschen geschützt. Haben hier vorne auch eine Tür. Können rein und raus gehen. Ja. Gut. Passt erstmal. Haben wir uns eingefriedet? Das ist, denke ich mal, erstmal eine gute Geschichte. Und ich denke mal, wir sind jetzt schon weit fortgeschritten wieder. Das heißt, wir werden jetzt hier diese Tür zumachen und dann schauen, dass wir hier vorankommen. Und ja, erstmal eine Runde schlafen vielleicht. Dann wird es wieder Tag und gucken, wie wir unser Lager weitergestalten. Ne? Ich sage erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal. Benötigt ein Feuer an der Stelle. Okay, alles klar, wartet mal. Das Feuer machen wir gerade mal wieder an. Das wäre sinnig, vielleicht, damit wir schlafen können. Ne? Gegenstand, Gegenstand, kochen. Nee, kochen will ich nicht. Ich will ein Feuer machen. Benutze Holz zum Feuer machen. So. Jetzt klappt das erstmal wieder, ne? Gut, dann würde ich sagen, pennen wir eine Runde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.